Compare thee when no one ever ever Durch den YouTube-Kanal und natürlich auch durch eure großartige Unterstützung hier für diesen ganzen Kanal durfte ich natürlich auch schon so einige Drucker jetzt für euch testen und reviewen. Das macht mir auch unheimlich viel Spaß, aber mir fehlt bei diesen ganzen Reviews natürlich auch immer so ein bisschen die Kreativität und das war eigentlich auch der Grund, warum ich diesen YouTube-Kanal eigentlich gestartet habe. Und ähm, vor einiger Zeit stand für mich innerlich eigentlich auch schon fest, es wird irgendwann der Moment kommen, wo ich meinen eigenen 3D-Drucker konstruieren und bauen möchte. Und ähm, so war es jetzt vor einer Woche. Ich habe ähm, durch die viele Zeit, die ich jetzt hatte, ähm, mit diesem Projekt begonnen, habe das erste Grundkonzept aufgestellt und in CRD quasi gezeichnet. Denn die Drucker, die man so aus China kriegt und die ich euch jetzt gereviewt habe, quasi. Die sind oder werden auch immer besser mit der Zeit, muss ich zugeben. Aber es gibt immer so Punkte, wo ich mir denke, Mensch, warum hat der Hersteller es nicht so gemacht? Klar, es ist auch immer eine Kostenfrage. Auf jeden Fall gab es nie so den Drucker, wo ich gesagt habe, Mensch, der bündelt jetzt alles das, was ich haben möchte. Jetzt bin ich zufrieden und an dem muss ich nur noch ein paar Stellschrauben vielleicht umstellen und dann bin ich happy. Ja, und deswegen habe ich jetzt, wie gesagt, meinen ersten 3D-Drucker konstruiert. Und ich habe auch gemerkt, ich spreche schon wieder viel zu weit nach vorne mit dem Projekt und nehme euch gar nicht mit. Deswegen habe ich gestern gesagt, jetzt ist Schluss, stopp, wir machen jetzt mal eine Pause oder ich besser gesagt und ich zeige euch, wie weit ich in der Konstruktion bin. Wie gesagt, es ist nur ein Konzept erstmal, es ist nur in 3D gezeichnet. Ob das Ganze dann auch in echt funktioniert, das wird sich dann herausstellen, es wird ein etwas längeres Projekt. Ich will auch gar nicht zu so viel quatschen, wir schlüpfen einmal drüben in mein CAD-Programm und ich zeige euch dort einmal grob, was ich mir vorgestellt habe und wie dieser 3D-Drucker dann in Zukunft aussehen soll. So, wir sind jetzt rüber an meinen Computer gewechselt, noch seht ihr zwar nur mich, aber wie gesagt, es ist nur ein erstes Grundkonzept und das wird sich wahrscheinlich auch noch einiges an dem Drucker ändern. Aber bevor ich jetzt wie gesagt zu weit nach vorne presche, habe ich gesagt, Pause, jetzt zeige ich euch einmal, wie weit ich bin. Und ich würde sagen, ja, wir schlüpfen einfach mal rein und ich zeige euch die ersten Details von dem Drucker. So sieht der ähm, Drucker jetzt im ähm, Endstadion quasi aus von meinem ersten Entwurf. Ähm, ein bisschen habe ich jetzt schon ähm, gebastelt und konstruiert, wie man sieht. Also man sieht es hoffentlich, ein paar Stunden sind jetzt in diesen Drucker schon eingeflossen. Ähm, ja, das ist quasi der Kasten, so wie er später mal aussehen soll. Daran wird sich höchstwahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel ändern. Das wird jetzt nur noch um äh, Feinheiten in Zukunft gehen. Ähm, ich werde jetzt gleich äh, diverse Komponenten ausblenden und dann einmal komplett alles erklären, äh, was ich wo eingebaut habe und auch, ja, warum ich es so eingebaut habe und auch die Gründe dazu. Ähm, ich habe kein Skript, das heißt, ähm, ich werde ähm, den Drucker jetzt freihand oder aus der, aus der, ja, aus der hohlen Hand quasi ähm, erklären und mal gucken, wo das Ganze hinführt. Ähm, ich hoffe, die Kameraführung ist nicht zu schnell, dass euch hier schlecht wird. Und äh, wir fangen einfach mal an und ich blende euch dafür einmal ähm, das komplette Gehäuse und auch die Fenster aus. Jetzt haben wir den ähm, Drucker quasi einmal nackig gemacht und sehen jetzt nur die Führungen und ähm, die Riemen etc. Nicht wundern, die Kugelumlaufspindeln, die sind hier zu kurz gezeichnet und ein paar Sachen hängen auch noch in der Luft. Da fehlen zum Beispiel die richtigen Längen und auch ein paar Normteile, so wie Schrauben und so, aber die fange ich erst an einzupflegen, ähm, wenn es dann wirklich soweit ist, damit ich mir die Arbeit halt nicht permanent äh, während der Konstruktion immer wieder machen muss. Ähm, ihr seht es hier schon. Hier ist der ähm, Titan Aqua verbaut, den ich damals in meinem Projekt schon ähm, eingebaut hatte. Ähm, nicht wundern. Der ist jetzt erstmal nur zur Veranschaulichung. Ich habe den eigentlichen Extruder, der da reinkommen soll, ähm, angefragt beim Hersteller, ob ich die CAD-Daten bekomme für dieses Projekt. Die soll ich auch kriegen, aber ich habe sie noch nicht. Ist vielleicht noch eine kleine Überraschung für später, dass ihr dann seht, was hier reinkommt. Es wird auf jeden Fall wieder eine ähm, Wasserkühlung werden. Es ist wie gesagt nur, dass ihr erstmal seht, ähm, wo der Extruder im Endeffekt hier liegen soll. Okay, dann gucken wir uns das Ganze einmal von ähm, oben an. Ähm, wie ihr schon äh, unschwer erkennen könnt, es wird ein Core XY-Drucker. Ähm, und ähm, wir können als erstes uns mal angucken, wo der Extruder später dran sitzen soll und ähm, wie die Riemenführung ähm, von mir ausgedacht ist. Oder das heißt ausgedacht, aber wie ich mir das ähm, vorgestellt habe. Ähm, wie gesagt, das Schwarze, was ihr hier seht, ist der Zahnriemen, der hier später den kompletten Drucker antreiben wird. Und mir war es am Anfang. Es gibt keinen richtigen Grund, warum ich mir das ähm, so gewünscht habe oder umgesetzt habe, aber ich wollte, dass am späteren Extruderkopf hier die Riemen ähm, auf einer Höhe ähm, quasi ankommen, sodass ich hier den Halter für den eigentlichen ähm, Extruder schön, ähm, wie soll ich sagen, symmetrisch aufbauen kann. Das ist quasi hier dieses, ähm, ich hoffe, ich sage nicht zu oft quasi in diesem Video, das ist dieser orange Le Knotz, der soll später auch mal aus Aluminium gefertigt werden. Ich habe den extra so konstruiert, dass er druckbar ist ohne Stützstruktur, aber später hoffentlich dann auch aus Aluminium fräsbar bleibt. Ähm, ja, wir fangen einmal an. Ich gehe vom Kopf dann einmal hier über diese komplette Führung, über die Halter außen, übers Druckbett. Zu der Kugelumlaufspindel und dann gucken wir uns unten auch noch einmal das Gehäuse an mit der Elektronik, die ich auch schon leicht vorbereitet hatte. Ich werde Stück für Stück jetzt hier ein bisschen was ausblenden. Das heißt, wir fangen an, ich blende hier als erstes mal den Extruderhalter aus und dann erkennt ihr auch schon, wie ich mir das hier mit der Klemmung für den eigentlichen Core XY Riemen gedacht habe. Der kommt einmal raus. Also der Riemen, der wird jetzt hier später umgelegt um diese halbrunden Stücken. Einfach. Und später wird dieses halbrunde Stück dann ähm, eingeschraubt in den eigentlichen Extruderhalter. Und ähm, damit dieser Riemen nicht durchrutscht, ich kann einmal einen Riemen ausblenden. So, damit dieser Riemen nicht durchrutscht, ist in diesem Bauteil, uh, sind hier so kleine ähm, Nasen mit ähm, einkonstruiert, die dann nochmal eine zusätzliche Klemmwirkung auf diesen Riemen aufbauen, sodass dieser dann, wenn er festgeschraubt ist, absolut nicht durchrutschen kann. Ich hatte am Anfang mir überlegt, na, machst du hier eine wilde Konstruktion rein, wo du den Riemen dann ähm, über einen Extender oder was ähnlichem spannen kannst. Aber ich dachte mir dann im Endeffekt, wieso die Sache so kompliziert machen, wenn ich sowieso schon so wenig Platz habe? Den Riemen, den spanne ich einmal. Und sollte er irgendwann mal zu viel Spiel haben, fliegt er einfach raus und ich baue einen neuen ein. Ist jetzt nicht das teuerste Bauteil. Und wenn sich so ein Riemen einmal gelenkt hat, bin ich der Meinung, ist er durch und man kann sich auch ruhig mal einen neuen können. Ihr seht hier schon, ich habe mich da, äh, dazu entschlossen, hier eine Linearführung einzubauen. Die Stücken, die ihr hier außen seht, ist einfach nur eine Verlängerung. Später wird die Linearschiene natürlich aus einem Stück bestehen. Da muss ich nur noch mal das Normteil dann ähm, neu einflehen. So, okay, dann mache ich den Extruderhalter einmal wieder raus. Das ist der Extruder an sich, das ist falsch. Den Extruder hält er einmal wieder rein. Und ich habe versucht, so wenig Bauteile zwischen der, ähm, dem eigentlichen Schlitten und dem späteren Extruder ähm, einzubauen wie möglich. Das heißt, ich habe mich hier auf einen Teil beschränkt und hier wird später dann der Extruder direkt angeschraubt, sodass ich halt auch so wenig Spiel wie möglich dann vom, äh, von der Schiene oder von der Linearführung bis zur eigentlichen Düse habe. Ähm, zusätzlich habe ich versucht, auch das Ganze so dicht wie möglich ans Druckbett zu führen. Also, ihr seht es hier schon, das Blaue. Also dieser ähm, X-Schlitten, der jetzt hier später den Drucker antreibt, der ist relativ dicht an dem Druckbett dran. Und die Düse ist gerade mal so ein Hauch tiefer als diese eigentliche ähm, X-Schiene. Damit ich halt auch nennen, so. Klein, damit der Hebel zwischen der Linearführung und der Druckdüse so gering wie möglich ist. Und dementsprechend ist das Ganze halt auch stabiler. Und ähm, sollte doch mal Spiel oder ein geringes Spiel in dieser Führung sein, wirkt sich das besonders gering auf diese eigentliche Position aus, wo später gedruckt wird. Je dichter man an der Führung immer ist, desto besser. Hier auf der rechten Seite ähm, bei der Riemenführung ist nichts Besonderes. Hier sind einfach zwei Flanschlager aufeinander gesteckt mit einer Aluminiumhülse unten drunter. Und ähm, dieses blaue Bauteil, also dieser X-Schlitten, der soll später gefertigt werden aus Kohlefaser, also aus Carbon besser gesagt. Das hat den Grund, es ist leichter als zum Beispiel Stahl oder Aluminium. Sieht ein bisschen schicker aus, muss ich zugeben, im, Endeff im Endeffekt später. Es hat aber auch noch eine andere Bewandtnis. Und zwar habe ich vor, diesen Drucker später ähm, aktiv zu beheizen. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was passiert, wenn ich dieses Bauteil, wenn es aus Stahl oder Aluminium ist, erhitze, was damit passiert. Und zwar würde sich ähm, diese, dieses ziemlich lange Bauteil durch die Wärmeausdehnung halt ausdehnen, wie der Name es schon sagt. Und diese Führung hier in Y würde sich dann gegeneinander verspannen. Das heißt von rechts nach links. Dieses Teil würde länger werden und hier würde dann dieses Passungsspiel nicht mehr passen. Und das würde höchstwahrscheinlich anfangen zu klemmen. Und da Kohlefaser sich etwas weniger, oder was heißt etwas schon eine Menge weniger ausdehnt als ähm, Stahl oder Aluminium, habe ich mich, wie gesagt, für Kohlefaser entschieden. Da müssen wir aber mal gucken, wie teuer das ganze Bauteil dann im Endeffekt wird. Das könnte nämlich eine ganze Stange kosten. Ähm, okay, ja, ihr seht, hier sind auch Linearführungen für Y vorgesehen, links und rechts. Und ähm, das ist quasi der grobe Aufbau von ähm, dem Core XY. Dann ähm, hier vorne passiert nichts Großartiges, das ist hier mehr so ein bisschen Show, was ich mir hier ausgedacht habe. Hier sind die Umlenkrollen ähm, von den Riemen so ein bisschen unter so einer Haube versteckt. Ich fand das da einfach schick aus, wenn man hier so ein bisschen halb reingucken kann und der Riemen hier halt so ein bisschen versteckt rauskommt. Ist eigentlich nur Show, aber ich finde das gehört auch immer mit dazu, dass man die Sachen sich so ein bisschen... Schöner macht, dass es einfach auch Spaß macht, sich das anzugucken. Dann gucken wir uns als nächstes das Druckbett an. Hier ist auch nichts Großartiges passiert. Ich habe mich hier an der Größe von dem Sowohl S von 01 orientiert. Das sind glaube ich 255x300. Sch äh, schlag mich nicht tot, wenn das jetzt nicht 100% stimmt. Aber in dem Drucker habe ich in dem Review ja schon gesagt, dass ich diese äh, Druckgröße unheimlich gut finde. Optimal, deswegen habe ich mich auch für diesen Drucker dazu entschlossen, ähm, diese Größe zu wählen. Dann haben wir hier unten ähm, die Führung von Z. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Ich zeige euch erstmal noch hinten den Motor. Und zwar ähm, habe ich mich dazu entschlossen, die Motoren ähm, von dem Core XY nach hinten zu verlegen. Ähm, das hat den Grund, das seht ihr gleich später, wenn ich euch das Gehäuse noch mal zeige. Ich habe ja vorne diese bewegliche Tür drin und ähm, damit ich die Tür auf und zu kriege, habe ich die Motoren nach hinten versetzt, damit sie halt nicht stören. Ich hätte sie natürlich auch in den Druckraum reinsetzen können, dann wären sie aber unnötig warm geworden. Und eines meiner größten Ziele war dieses Mal. Dass ich die Motoren außerhalb des Gehäuses habe. Das hat mich bei den ähm, Two-Trees-Druckern immer so ein bisschen gestört. Da musste man so viel ändern, wenn man die Motoren draußen haben wollte. Und dieses Mal habe ich es mir halt leicht gemacht und habe die Motoren gleich noch draußen gesetzt. Ähm, das Schwarze, was ihr hier seht, ist eine 5mm. Ich denke mal, ich werde sie aus Stahl machen, eine Stahlplatte. Aluminium geht natürlich auch. Aber da auch da ähm, Gewinde dann rein müssen, dachte ich mir, obwohl neben das Portal müssen gar keine Gewinde. Stahl oder Aluminium, je nachdem. Es macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Hier oben drauf ist dann nochmal so eine kleine Showblende ähm, drauf gesteckt, die einfach den Riemen nochmal so ein bisschen abdeckt, dass man da nicht großartig ähm, rankommen kann. Ist auch mehr Show als alles andere, aber wie gesagt, ich stehe da halt einfach drauf, wenn es ein bisschen schicker aussieht. So, da der Bauraum später beheizt werden soll, zu dem ich aber in dem nächsten Video dann noch ein bisschen mehr erzähle, ähm, und sich diese Stahlplatte, da sie mit dem Rahmen später verbunden ist, ich blende den Rahmen einmal kurz ein. Da sich dieser komplette ähm, Aluminiumrahmen hier später mit aufheizen wird und sich das natürlich auch auf dieses ähm, schwarze Blech hier übertragen wird und damit auch auf den Motor, habe ich mir überlegt, wir machen hier so kleine Noctur-Lüfter ran, die dann ähm, den Motor nochmal aktiv schön kühlen. Und ähm, ich muss mal gucken, ob ich den Lüfter jetzt hier auf die Schnelle finde in meinem. In einem Stammbaum und das ausblenden kann. Ah ja, okay, hier ist er. Ähm, einmal ausgeblendet, da wird ähm, die kalte Luft quasi raufpusten auf den äh, Motor und hier unten habe ich so kleine Schlitze reinkonstruiert, wo die warme Lust, äh, die Luft dann quasi um den Motor rumgespült wird und nach unten raus kann. Ob ich das später brauchen werde, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt erstmal reinkonstruiert. Ist auch wieder ein bisschen mehr Show als alles andere. Man hätte auch einen Kühlkörper drauf machen können. Aber ich dachte mir einfach, wenn ich jetzt schon einen Drucker selber konstruiere, dann kommt da aller Schnickschnack rein, den ich mir so gewünscht habe. Dasselbe natürlich auf der rechten Seite. Ähm, einfach nur gespiegelt. Außer mit dem Unterschied, dass ich jetzt hier diese Grundplatte zur Anschraubung nochmal ein bisschen vergrößert habe. Und ich habe hier induktive Endstops dran. Aus dem Artillery Sidewinder und Genius sind die. Aber ich habe auch schon ähm, gute Ratschläge bekommen, dass ich doch hier auf Endanschläge fahren könnte mit anderen Motortreibern und quasi ein sensorless Homing machen könnte. Da muss ich mich aber noch ein bisschen einlesen zu, wie das Ganze funktioniert. Und dann fliegen diese Sensoren wahrscheinlich auch raus. Da brauche ich die Sensoren quasi überhaupt nicht mehr und spare mir hier auch nochmal Kabel und zusätzliche Bauteile. Okay, wir zoomen mal raus. Ich muss kurz überlegen, ähm, wo wir jetzt ähm, sind. Das äh, Schwarze ist natürlich der Rahmen, wie es hier selber oder wie ihr es ähm, schon erkennen könnt. Und ich hoffe, der Aufbau ist äh, somit erstmal klar. Der obere Aufbau ist natürlich auch äh, dafür da, oder so hochgezogen, dass ich das hier oben zumachen kann. Und da ich einen Direktextruder habe, brauche ich natürlich immer so ein bisschen Luft zwischen Filamentzufuhr und dem Ausgang des Gehäuses. Denn wenn der Druckkopf plötzlich mal von ganz hinten links nach ganz hinten rechts fährt, ähm, dann zieht der auf einmal so stark an dem Filament, dass ich hier drinnen so eine Art Filamentreservoir brauche in Form von einer gewissen Länge, dass ich mir nicht ähm, das Filament ruckartig von der Filamentrolle ziehe. Ja, hier unten sind äh, das Grüne sind Aluminiumplatten, auch wieder 5 mm, links und rechts einfach nur gespiegelt. Ihr kennt das aus euren Druckern, da kommt nichts großartig Neues rein. Da kommen dann hier ähm, Federn drauf, womit man das Druckbett einstellen kann. Und auch hier haben wir dann wieder die ähm, Linearführungen in, in Z. Hier rechts sieht man sie schon. Das ist, ähm, Lederne Bauteil verbindet dann die Mutter von der Kugelumlaufspindel mit der, mit der Linearführung hier. Das Stück einfach mal ignorieren. Wie gesagt, hier ist noch die Länge nicht korrekt von der Kugelumlaufspindel. Das wird dann noch später angepasst von mir. Man hätte hier natürlich auch ganz normale Trapezgewindespindeln nehmen können. Es wäre völlig ausreichend gewesen, gebe ich zu. Aber ich dachte mir, komm, ich möchte mich auch einfach mal mit dem Thema Kugelumlaufspindeln beschäftigen und dieser. Ähm, und wie man diese konfiguriert, was es dafür für Fest- und Loslager gibt. Hier oben seht ihr schon, ist das ähm, Loslager von der Kugelumlaufspindel. Noch eine kleine Adapterplatte, damit ich die notwendige oder die nötige Distanz zwischen dem Rahmen und ähm, dem Halter hier finde. Weil ihr, ihr seht es schon, sonst würde diese Mutter der Kugelumlaufspindel hier in Kollision kommen mit dem Schlitten von der Z-Führung. Und ähm, ja, deswegen diese kleine Distanzplatte einmal oben. Und unten haben wir das dann auch. Dafür ist dieses Stück hier unten. Dann haben wir hier unten einmal das Festlager der Kugelumlaufspindel. Hier unten das grüne ist dann einmal die flexible Kupplung und der Motor für Z. Ich habe mich hier auch hier dazu entschlossen, halt eine doppelte, einen doppelten Z-Antrieb zu machen. Also hier sehen wir zwei Motoren und es ist einfach nur gespiegelt auf beide Seiten. So, damit würde ich sagen, haben wir den ähm, Rahmen komplett abgebildet und das, was ich vorhabe, ist, ist nichts Neues. Das gibt das alles schon. Neu ist vielleicht bloß, dass ich mich hier dazu entschlossen habe, die ähm, Motoren nach außen zu setzen, dass ich halt später den Bauraum ganz einfach schließen kann. Ähm, dann gehen wir einmal ganz kurz nach unten und gucken uns an, was ich hier ähm, mir ausgedacht habe. Ne, wir machen es anders. Ich blende als allererstes noch einmal kurz die Fenster ein, bevor wir nach unten gehen. Jetzt fragt ihr euch, oder ihr habt euch eventuell auch schon gefragt, warum hat er denn so extrem übertrieben große Profile genommen? Das hat einen Grund. Und zwar habe ich mich zu diesem oder für diese 40x40, ähm, Aluminiumprofile entschieden, weil ich hier zwei Nuten drin habe und ich kann jetzt nach meiner Konstruktion die äußere Nut jeweils nutzen, um dort zusätzliche Bauteile mit anzubringen. Und das macht sich ganz gut, denn ich kann jetzt, oder so war ja auch mein Plan, in diese äußere Nut überall die Scheiben einbringen, ohne dass ich dafür zusätzliche Bauteile bis auf eine kleine Gummilippe brauche. Das heißt, hier kommt eine kleine Gummilippe rein und da drauf oder da rein wird dann diese. Ähm, nicht Plexiglas, aber diese Makrolonscheibe eingesetzt. Ich habe da Glück gehabt, ich habe ein bisschen recherchiert und habe, ähm, ich glaube Makrolon heißt das gefunden, was bis 120 Grad ähm, wärmebeständig ist. Das heißt, ich muss mir auch hier gar keine Sorgen machen, dass der Bauraum später diese ähm, Makrolonscheiben verformt. So, ähm, ihr seht schon, hier ist jetzt vorne die ähm, Tür vorne dran. Die hat ein bisschen äh, so ein bisschen den Style von dem Rest des Druckers bekommen, immer so relativ ähm, flache Phasen. Und ähm, auf der rechten Seite ist der Griff oben ein Guckloch und unten ein Guckloch. Das hier unten, dieses äh, Warmmuster, ist nicht nur für die Optik, sondern ich wollte das Ganze hier unten auch noch ein bisschen versteifen. Da wollte ich nicht einfach nur eine langweilige Strebe einziehen, sondern da ich dieses Warmmuster immer relativ schön finde, habe ich mich halt dazu entschlossen, hier unten dieses, diese Warmstruktur einzufügen, die halt auch, wie gesagt, gleichzeitig ein bisschen Stabilität reinbringt. Die Tür kann man dann später nach außen hin öffnen. Ich bedanke mich einmal für den Tipp, dass ich die Scharniere nach innen setzen soll. Ich hatte sie eigentlich nach außen gesetzt. Einer in den Community-Tab hat dann geschrieben: Mensch, setzt sie doch nach außen, äh, nach innen. Dann sieht das ein bisschen schöner aus. Das habe ich gemacht. Vielen Dank und genau für sowas bin ich immer super dankbar, dass die Leute dann wirklich konstruktive Kritik oder Verbesserungsvorschläge bringen, die ich dann auch umsetzen kann. Hinten zeige ich euch einmal noch, wie ich den Riemen ähm, ins Gehäuse bringe. Das ist auch keine große Kunst. Ich habe mich jetzt hier einfach dazu entschlossen, in diese Makrolonscheiben dann auch gleich kleine Durchbrüche ähm, einlasern zu lassen, sodass der Riemen dann durch diese Makrolon, ähm, Makrolonscheibe einfach nach innen in den Drucker quasi geführt werden kann. Ich verliere da natürlich auch ein bisschen die Dichtigkeit des Druckers, aber ich denke mal, diese ähm, kleinen F äh, Freimachungen werden jetzt nicht großartig viel Wärme nach, außen, oder nach draußen transportieren. So, ja, wie gesagt, überall sind die Scheiben drin, vorne ist die Tür, die man dann auf- und zumachen kann und vorne... Zwischen die ähm, Profile und die Tür kommt dann hier einfach noch eine kleine Autodichtung, eine Gummidichtung rein. Der habe ich jetzt 15 Vorspannung gegeben. Ist nicht viel, aber ich möchte ja jetzt auch nicht großartig, dass das wasserdicht ist. Es soll einfach nur luft, äh, luftdicht abschließen. Okay, ähm, dann als nächstes bändige ich mal die Fenster und die, ähm, oder doch, die Fenster und die Tür wieder aus. Wir gucken uns an, was unten los ist. Den Lüfter, ähm, den erkläre ich euch später noch, den einfach mal ignorieren. Das mache ich dann in dem nächsten Video, was ich da für eine Schweinerei vorhabe. Da bin ich gerade noch mit der malenkonfiguration konfiguration so ein bisschen am Probieren. Vielen Dank an Sebastian Ulrich, mein Kumpel und Kollegen, der mir so ein bisschen bei meinen ganzen Projekten immer hilft. Die haben da schon ein paar Versuche gemacht. Aber wie gesagt, das ist noch ein bisschen geheim, da zeige ich euch dann erst später, was da genau passiert. Ähm, hier vorne ist quasi der Schaltschrank von dem ganzen Drucker. Ähm, hier vorne ist wieder so eine Art ähm, Blende in dem ähm, Drucker vorgesehen. Ich blende die einmal aus, wenn ich sie auf die Schnelle hier unten finde. Ja, da ist sie, die Blende unten vorne links. Und ich habe mir das so gedacht, dass man diese Blende abnehmen kann, wenn man hier mal irgendwie rumfummeln muss innen drin. Und das Ganze ist nämlich fixiert. Das Grüne sind hier Neodym-Magneten. Und diese Blende kann man dann ganz einfach vorne ab- und ranstecken. Ohne dass man großartig schrauben muss, wenn man jetzt hier mal schnell irgendwie nur einen Thermistor anstecken will zum Testen, kommt man halt relativ schnell an dieses Board ran. Und ihr seht das vielleicht schon, was ich hier vorhabe. Das ist ein SKR 1.4. Ähm, Turbo-Board. Jetzt werden einige sagen, Turbo, so Quatsch, das brauchst du da alles gar nicht. Ja, natürlich nicht. Ich hatte das Turbo-Board aber hier schon rumliegen. Ob ich diese Performance, diese ich glaube 20 MHz zusätzlich brauche, weiß ich nicht. Ich habe sie auf jeden Fall drin, aber ein normales Board hätte es wahrscheinlich auch getan. Ja, ich blende das Ganze mal wieder ähm, ein und wir, oh, das war der Magnethalter, das war falsch. So und auf der rechten Seite haben wir hier noch mal für den Daumen so eine kleine Mulde, da können wir dann auch die rechte Blende abnehmen und hier sehen wir auch schon, ist der Displayhalter von ähm, dem SKR Board oder von diesem Display, was ich dann später ähm, einbauen möchte. Ich kann einmal kurz zeigen, dass ist hier das, ähm, das Display, was ich jetzt hier quasi vorgesehen habe, was in den Drucker reinkommt. Da ist er, der Displayhalter. Okay, müssen wir einmal gucken, der Körper. Einmal die Displaykappe, die mache ich einmal weg. Und dann sehen wir hier auch schon, dass es später das ähm, Bauteil an sich, was über dieses Mal sechs Magnete, ähm, Magneten gehalten wird, damit das ein bisschen ähm, stabiler quasi mit dem Rahmen verbunden ist, dass wenn man hier drauf rumfingert auf dem Display, dass man da nicht die, diese ähm, Haube quasi ähm, versehentlich irgendwie zum Fallen bringt, sage ich mal. Und ich habe auch hier bei dieser Blende wieder darauf geachtet, während der Konstruktion auch schon, dass man dieses Bauteil oder diese Blende besser gesagt, dass man die ohne Stützstruktur drucken kann. Das heißt, man legt sie dann so aufs Druckbett und druckt sie dann einfach nach oben. Und dann sollte das da keine Probleme geben mit dem Druck des Bauteils. Auch hier aus meinen alten Konstruktionen kennt ihr das schon, habe ich mich wieder dazu entschlossen, dass das Ganze nicht verschraubt wird, sondern ich habe auch hier wieder kleine Rastnasen vorgesehen wo man dann ähm, die, die Display-Kappe dann ähm, einfach wieder vorne rauf und dann ist das Ganze fest und dann steckt man einfach den Knauf rauf auf den, oder an den Reset-Knopf kommt man auch ran und hier rechts kann man dann sein ähm, USB-Stick reinstecken und man kann dann über das Display seine Druckdatei starten. So, dann geht es weiter. Innen drin habe ich schon mal provisorisch ein Meanwell-Netzteil eingebaut und zwei SSRs. Ähm, klar, ich mache hier auf jeden Fall ein 230 Volt-Heizbett später ran an den Drucker, unten ans Druckbett. Dafür das erste SSR. Das zweite SSR folgt dann auch noch. Da sage ich euch auch noch, wofür das kommt, aber nicht in diesem Video. Das zeige ich euch dann erst ähm, beim nächsten Mal. Abschließend habe ich dann noch hier unten. Es wirkt ein bisschen übertrieben. Ja, das mag sein. Es ist höchstwahrscheinlich auch völlig übertrieben, aber es sieht irgendwie wieder mal cool aus. Und zwei dieser Lüfter sollen später ein, die Wasserkühlung quasi kühlen. Also, das wird der Wärmetauscher, der von zwei dieser Lüfter angetrieben wird. Und der ganz rechte Lüfter, der wird permanent an sein Temperatur gesteuert über dieses Board. Das heißt, wenn die Motortreiber eine bestimmte Temperatur später erreichen sollten, dann wird dieser Lüfter anspringen und das komplette Board und alle dazugehörigen Motortreiber kühlen. Und er wird auch das komplette Gehäuse unten mit durchspülen. Da ich hier ein passives Netzteil drin habe und zwei SSRs und ich hier keine großen Ströme über dieses ganze System laufen lassen werde, brauche ich auch hier kein spezielles oder kein spezielles. Kein spezieller Lüfter, der mir die Bauteile noch extra kühlt. Denn wenn ich später anfange zu drucken und das interessant wird in dem in der Drucker, dann werden diese beiden Lüfter den Wärmetauscher kühlen. Das wird dann quasi durch den, Tausch, äh, durch den Wärmetauscher durchgehen. Und auch hier unten das komplette Gehäuse unten mit leicht angewärmter Luft umspülen. Und da ich zwei, mit zwei Lüftern völlig übermotorisiert bin, wird die Luft dementsprechend noch so kühl sein, dass es völlig ausreichend wird, alle Bauteile, die hier drin sind, zu kühlen. Okay, jetzt habe ich insgesamt 23, 24 Minuten <laughs> über diesen Drucker gequatscht. Ähm, ich hoffe, ich habe alles abgedeckt. Ihr seht es hier oben, da habe ich auch schon, ich blende noch mal alles ein, dass wir uns den Drucker noch mal im Allgemeinen angucken können. Und zwar den, äh, die Fenster, da sind sie. So, noch mal alles eingeblendet. Ich habe auch hier mein ähm, Repetier-Server-Display einfach mit rangeschraubt. Das kennt ihr ja aus meinem letzten Video schon. Das kann man jetzt hier einfach oben ran machen oder also an der Seite oder oben oder unten, wo man auch immer möchte. Wenn dieses Projekt ähm, Stück für Stück vorangeht, dann werde ich wahrscheinlich dieses Display, was ihr jetzt hier oben rechts seht, auch nochmal hier unten irgendwo integrieren. Mal sehen, wie, wie ich Lust habe, wie aufwendig das wird, aber es könnte gut sein, dass man da mehrere Versionen dann äh, noch sehen wird. Wie gesagt, zu dem Lüfter hier und sage ich später noch was. Und ja, so weit bin ich jetzt gekommen. Das Projekt, das Grundgerüst steht im Endeffekt. Ich bin mega happy mit dem Design. Also ich bin da sehr, sehr pingelig. Ihr könnt euch zum Beispiel nicht vorstellen, wie oft ich diese Tür von dem Drucker jetzt hier nochmal neu konstruiert habe, weil ich einfach fertig war, den Blick auf den Drucker gelegt habe oder geworfen habe. Und ich dachte mir, also bei aller Liebe, die Tür, die dichtet ab, die funktioniert, aber die sieht aus wenn die Tür nicht gut aussieht mache ich sie noch mal neu und dann waren drei vier Stunden Konstruktion umsonst und ich habe noch mal von vorne angefangen bis ich dann irgendwann ein Design gefunden habe was mir wirklich gut gefällt wie gesagt ich möchte es nicht nur funktionell haben sondern einfach auch schick und das ist das muss halt einfach harmonieren ich hoffe ich habe nicht zu viel gequatscht und ich hoffe ich konnte alle Sachen abdecken die ich abdecken wollte wenn ihr fragen habt über diesen drucker wenn ihr verbesserungsvorschläge habt designvorschläge elektronikvorschläge oder einfach nur sagen wollt was euch auf dem Herzen liegt dann haut das in die kommentare rein ich lese mir fast alle kommentare durch so wie es die zeit äh, zulässt und versuche alle möglichen ähm, verbesserungsvorschläge mit einfließen zu lassen von euch natürlich falls jetzt die ersten fragen aufkommen weil nach den ersten post kamen die fragen schon gibst du den drucker frei wann gibt es die stls wann können wir darauf zugreifen kann ich nur sagen leute Lasst mich erstmal diesen Drucker konstruieren, bauen und auch wenn es ein paar Monate sind, ein paar Monate sind, ein paar Monate testen, bis die Kinderkrankheiten raus sind, weil ich möchte, der, muss, der Drucker soll in erster Linie funktionieren und äh, gute Qualität und Druck, gute Druckbilder abliefern. Das ist erstmal die erste Priorität und dann mache ich mir den Kopf, was mit diesem Drucker im Endeffekt passiert. Okay. Der Drucker braucht noch einen Namen. Das heißt, wenn ihr Ideen habt, wie soll dieser Drucker heißen? Habt ihr irgendwelche verrückten Ideen? Haut sie auch in die Kommentare rein. Wenn mir irgendeiner richtig gut gefällt, dann wird dieser Drucker diesen Namen bekommen und äh, behalten. Und ja, ihr könnt euch dann darüber freuen, dass ihr vielleicht der Namensgeber wart. Jetzt habe ich aber genug gequatscht. Ich mache jetzt hier weiter. Ich habe jetzt ein paar Tage frei, wo ich gut vorankommen werde. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, welche Änderungen es in diesem Drucker geben wird. Ich sage wie immer, vielen Dank, dass ihr euch meine Quatsche und mein Video angeguckt habt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, dieses Mal auch gerne für den Drucker, den ich hier konstruiert habe. Und ich sehe euch wie immer hoffentlich im nächsten Video. Wie war es von Anfang an, wo ich diesen YouTube-Kanal... Ja. ...kommt, wo ich meinen eigenen Drucker baue. Und das ist jetzt nicht so richtig gewesen.